Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und ihr seht schon, heute ist es mal ein bisschen ein anderes Video. Und zwar geht es heute nicht um ein Projekt. Ich sage ausdrücklich, es geht nicht um ein Projekt. Das heißt, wer sich jetzt auf ein Projektvideo freut, der sollte jetzt am besten lieber abschalten. Nein, heute mache ich auch mal sowas. Also ich möchte es nicht Vlog nennen, weil Vlog nennt es jeder mittlerweile. Aber es gibt mehr außer Projekte bei YouTube. Und das möchte ich euch auch mal so ein bisschen mit zeigen. Und das hat natürlich einen Grund, warum ich früh um 7:45 schon unterwegs bin. Und zwar haben wir heute ein Borish Maker Treffen. Das heißt, wir treffen uns hier irgendwo unter Regensburg beim Cedric 77, beim André. Verlinke ich euch klar unten in der Videobeschreibung. Ja, und was wir jetzt da machen bei dem Treffen, da möchte ich euch heute mal mitnehmen, wie das so abläuft. Jetzt muss ich aber erstmal 200 Kilometer dahin fahren. Manchmal ist es echt so geil. Super Wetter, eigentlich der perfekte Tag für das Treffen heute, weil ich glaube, dass der André seine Werkstatt in der Garage hat. Kann man ein bisschen aufmachen, finde ich echt ganz, ganz klasse. Und dann bin ich die ersten 20 Kilometer unterwegs und merke, Geldbeutel vergessen. Also alles auf Anfang, wieder zurück. Die ersten 40 Kilometer habe ich damit schon verjubelt. Naja, ich bin zeitig genug losgefahren, also alles easy. Ich habe übrigens noch nicht wirklich einen Namen für dieses Format. Also ich möchte es als eigenes Format, es soll ein eigenes Vorschaubild bekommen irgendwie. Und es soll klar erkenntlich sein, dass das kein Projektvideo ist, weil ich möchte nicht, dass in Zukunft die Leute hier irgendwo draufklicken, weil sie denken, das ist ein Projekt und danach ist es bloß mein blödes Gelaber. Will ja keiner sehen. Deswegen soll es einen eigenen Namen bekommen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich es nennen soll. Vielleicht habt ihr da ein paar schöne Ideen dazu, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das wäre echt klasse. Ich weiß nicht, Holzbastler on Tour oder sowas, aber es gab schon Let's Bastel on Tour mal. Klingt auch dann irgendwie abgekupfert. Aber Vlog einfach nur möchte ich es auch nicht nennen. Und on Tour ist eigentlich auch das Falsche, weil es soll nicht immer nur darum gehen, dass ich irgendwo hinfahre oder irgendwo unterwegs bin, sondern ich mache manchmal auch kleine Sachen, wo es sich gar nicht lohnt, ein eigenes Projekt drüber zu machen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mir French Cleat-Halter mache. Da braucht keiner ein ganzes Projektvideo drüber, aber ja, ich würde halt gerne einfach das zeigen und vielleicht nebenbei ein bisschen quatschen dabei. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie man solche, ja, solche Vlog-Videos sonst noch nennen könnte, bitte immer gerne raus damit. So, ich bin da. Jetzt schauen wir uns mal an, wie der André so arbeitet. Servus miteinander! Ja, servus! Ja, oh, schon die AIDS-Handschuhe dran. Ja. Grüß dich! Ja, ja. Servus! Du hast die Leute noch nie gesehen in ihrem Leben, gell? Aber du weißt trotzdem sofort, wer ist. Schon, ja. So. Selbstverständlich. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Kopfweh, weil ich habe 200 Kilometer lang durchgegrölt im Auto. Schlagerparty hier. Sehr gut. Playlist. Wir können nicht. Also es ist ja schon mal total geil, wenn du so ein geiles Wetter hier hast und dann hast du so einen Innenhof, wo du dein Zeug einfach aus der Werkstatt rausfahren kannst und hast dann deine Geräte draußen stehen und kannst hier draußen arbeiten. Ey, das ist echt eine Traumwerkstatt. Schade, das ist bei mir nicht möglich, aber naja, hilft ja nichts. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Meine Gage kommt. Nein, meine Gage. Die Gage. Moment. Servus, grüß dich. Servus. Wann hast du Geburtstag gehabt? Ja? Servus. Ich hatte keine Geburtstag. Jetzt haben wir schon fast April. 19. März? Ja. Ey, schaut euch den mal an ohne Mützen. Habt ihr den schon mal ohne Mützen gesehen? Ist nee, mir hat das letzte Mal einer per Instagram am Typen. Hey, ohne Mütze habe ich die gar nicht kennt. Da müssen jetzt erstmal noch die Geräte repariert werden, bevor wir überhaupt was machen können. Ausschaut. Als wenn das mal über die neuesten Maschinen gefasst sind. Ja. 1900, Haar mit blau und Schlag mit grün. So, André, erzählst du uns jetzt mal, was wir jetzt machen? Das ist echt kein Plan. Ja, der André hat einen Plan. Schau mal, der Plan. Jetzt kommt der Plan. Achtung. Jetzt zeigen wir auf mal ein Maker-Meeting. Oder? Ja. Mach doch Borischmecker. Borischmecker? Ja. Mit dem Typen mit Goldkettchen und. Irgendwo habe ich gehört, es gibt so. Wie heißt denn das? Schraubzwingen oder so?
Ja, auch da drin, aber, es ist, okay. Ich Gemeinschaftsarbeit hier. Das ist Gemeinschaftsarbeit, jeder hat was zu tun. Ja, hast du Sicherheit. Da kannst du auch einen Stroh entnehmen. Wir haben die Absauganlage gefunden. Da ist einer. Ey, nur die Leute, die sich immer selber filmen. Ne? Also mittlerweile haben wir André mal vorgelegt, was wir heute bauen wollen. Wir wollen einen Schnittplan bauen. Nein, Quatsch. Wir wollen ein faltbares Folding Sawhorse. Was heißt das? Was heißt das eigentlich? Faltbar. Mindestens zwei Böcke. Folding Sawhorse. Ein faltbares Sägepferd. Nur, dass ihr mal wisst, was mit euren Sachen aus der Amazon-Wunschliste passiert. Die landen dann letztendlich hier bei so einem Treffen zum Beispiel. Ich bin mir angestellt. Aber du sprühst neben aus. Ja, und danach schleift man drüber. Das ist der Kohle beim Arbeiten. Das liegt mir selten, also muss ich das festhalten für die Welt. Welchen? So grob, ich habe einfach drei Platten und keine Ahnung. Ich habe die wahrscheinlich ein bisschen blöd mit dem Halbieren, weil das nicht so optimal ist, dass es drin sein soll. Hallo, ich bin der Arne von Kreis 32 und wir sind hier beim André. Und da ist der Holzbuster, den ihr eigentlich sucht. Also, ich übergebe. Mit Handschuhen an der Katakaistik. Das, wenn der Truppe sieht. Ich lege dieses Brett jetzt darüber. Meine Aufgabe. Geht noch, haut drauf. Das Brett. Achso, jetzt mit Weiß? Aber also fett mal in Fräse, ey. Kann nicht alles haben im Leben. Der Arme, ich will jetzt nochmal was. Echt jetzt, was gibt's da noch? Die klemmen die Niederhalter zusammen, oder? Und das ist Tag ganz zuständig, wie kann ich Ihnen helfen? Heute gibt es ein Brot auf Brot. André? Auf Holz. Hast du gute Brot. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ihr Koch. Hier ist mein Löffel. Da ist zweite. Was los? Der hat mich verstanden, meine Art. Aber jetzt. Animation for you. Ich bin ein Sawhorse. Ob das so Schilder? Wir machen so Schilder. Das sind Scharniere. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott. Also, ihr sollt ja nicht denken, dass hier tatsächlich nur gelacht wird und Blödsinn gemacht wird. Nein, wir arbeiten auch was. Das ist ja der Sinn dahinter, dass wir uns treffen und irgendwas miteinander bauen. Und diesmal sind es ja die Sägeböcke. Das habt ihr ja gesehen schon. Und das ist die Arbeit, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir haben jetzt die ganzen Klappen zugeschnitten. Boah, ja, ich zeige euch mal einen Prototyp noch. Moment. Hä? Einmal nur schönen guten Tag. Ich darf mir vorstellen, das ist das Sawhorse jetzt in Vollendung. Guten Tag. Ist das das Sawhorse, was hier gebaut wird? Das ist aber das erste. Das ist wunderbar. Das ist Bulli Schmecker, redet mal gescheit. Hier, hatte mir hier sein. Der Markierten. Der Markierten. Mir hätte mich schon angefixt. Was ist denn los? Sawhorse. Sawhorse. Geh mit dem Sawhorse in Hosen. Oh. Zeig mal, komm her. Das schaut geil aus. Das schaut echt geil aus. Yeah.
hier eine Kamera gefunden. Ich hab eine Kamera gefunden. Hey, cool. Ist das die vom Holzmastler, oder? Ja, ja, und der, wenn er das findet, dann wird er sich denken, was denn das jetzt draußen? Oh Gott, die Pfosten, ey. Jetzt haben die einfach meine Kamera angemacht. Also, abonniert den Holzmastler. Und wenn ihr damit fertig seid, dann abonniert ihr noch den da. Genau. Das ist euer Konstantin. Und den ganz wichtig, hier, den hier. Mich auch noch, ja? Kreis 32. Das ist doch Kreis 32. Könnt ihr das Abo praktisch beim Holzmastler deabonnieren und dann zu uns kommen. Und ganz wichtig, den Truppe deabonnieren. Ja. Deabonnieren. Die Treppen sind ja gar nicht schlecht, aber ganz ehrlich, du musst da so viel arbeiten, bis du endlich was zu essen kriegst. Das ist echt, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehen kann. Du, ich glaube, ich bin jetzt live auf der Kamera. Da ist jemand gekommen. Ja, was heißt das? Ach, den habt ihr schon gesehen. Ich sehe gar nichts. Okay, ja, lassen wir mal eine Stunde liegen. Das ist komisch, ne? So klein. Du da? Das ist geil, ich kann es direkt in die Fresse halten. Und? Und dann sieht man dich erst. Also jetzt bist du Bildfilm. Weißt du, das Geile ist, das ist das als Spiegel, weil das sieht sich in der Kamera. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, dass wir so viele YouTuber auf einen Haufen haben, dann muss ich natürlich auch mal Aufkleber verteilen. Guckt mal, es ist der Holzbastler. Lass mal putzen hier. Ein Traum! Also an alle, die denken, dass das mit den Stickern immer so einfach geht, ne? Das könnt ihr vergessen, die werden hier extra frisch zugeschnitten. Immer frisch aus der Fabrik. Ja. Aber er hat auf jeden Fall noch genug. Es sind noch ein paar da, ja. Ich habe jetzt hier mal so die Kamera noch mal am Start. Siehst du diesen Sonnenuntergang an? Das ist total romantisch. Gut, dass du Weitwinkel hast. Das passt auch drauf. So, jetzt war mal ein kleiner Einblick, wie so ein Borisch-Maker-Treffen abläuft. Und deswegen dürft ihr euch jetzt alle nochmal verabschieden hier von der gesamten Gruppe. Also jetzt dann tschüss. Ciao. Tschüss.